Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, zur viertvorletzten Folge, also vier Parts kommen noch, soweit ich weiß. Warum, erkläre ich gleich noch. Dann gehen wir mal zur La Mancha in Rock of Ages 2. Mir ist ja gerade aufgefallen, gegen den haben wir ja letztes Mal schon versucht zu kämpfen, haben wir leider verloren. So, und los geht's. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, wir rollen in Süden. Ja, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal gegen den hier verloren gehabt. Und wenn ich weiter so mache, verliere ich wieder mal. Warum auch nicht? Wir haben ja jetzt noch, was ich vorhin gemeint habe mit der vorletzten Folge, so wie das aussieht. Wir haben noch vier Ziele. Wir haben noch die hier. Wir haben noch die Bank wurde nicht richtig zerstört, ist mir gerade aber auch egal. Sag mal, hat sich gerade dieses Monster. Ja, das verwandelt sich. Ach so, ja stimmt, das hat ja was damit zu tun, weil der Typ sieht ja auch irgendwie alles komisch oder ja. Jedenfalls, wir haben noch vier Sachen. Wir haben ja noch das hier, wir haben zwei Gegner und einmal Ägypten. Und Ägypten kommt als letztes. Warum kommt Ägypten als letztes? Weil Ägypten einfach ein richtig geiler Ort, also nicht Ort, sondern einfach eine richtig geile Location ist. Finde ich so persönlich. Danke, dass er mir eigentlich hilft, dass ich nicht mehr runterfalle. Das wäre fast mal wieder passiert. Der hat immer noch so eine fucking Bank. Die müssen wir immer zerstören. Das kotzt mich an. Das kann er viel, viel mehr bauen als ich. Was hier schon passiert ist. Yay! Das war nicht so geil, aber es klappt schon. Ja, und deswegen kommt als nächstes diese das Seeungeheuer als Endgegner und danach kommt Ägypten und danach kommt die Sphinx und danach sind wir fertig. Und mir ist gerade so nebenbei eingefallen, gerade eben, das ist ja dann, was war denn das für ein Let's Play? Das war ja, das waren nur ein paar Parts. Das kann man doch nicht bringen, irgendwie sowas, oder? Deswegen habe ich gerade so überlegt, jo, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich das Ganze dann nochmal eben auch schwer probiere und eben nochmal versuche, da alles durchzukriegen. Weil sonst müsste ich ja wieder ein neues Spiel mir besorgen, was ich hier spielen könnte, um euch was... Ich hätte natürlich Spiele im Petto, das ist, so ist es natürlich nicht. Aber man muss so sehen, dass es wieder Geld ausgegeben. Und das muss ja jetzt gerade nicht sein. Auch wenn ich im Moment mehr verdiene als damals als Azubi. Ist aber das trotzdem ein bisschen egal. Weil man braucht ja trotzdem Geld. Also ohne Geld ist man ja heutzutage sowieso aufgeschlossen. So wie ohne Auto, ohne Arbeit und sowas. Ist man immer aufgeschlossen. Und deswegen spare ich jetzt mehr auf andere Sachen und nicht auf neue Spiele oder sowas. Wie gesagt, ich würde gerne Sims spielen, aber Sims ist dann wieder so ein Spiel. Yo, ich habe extrem viel Bock, aber ich denke, du brauchst nicht dran denken, dass ich dort irgendwie was aufbaue. Und das ist eben die Sache. Sims ist ein Aufbau-Game und ich kann nie so gut aufbauen. Oder kann allgemein solche Aufbau-Games nicht gut, weil ich die... Mir gefällt Sims zwar richtig extrem, aber es, wie soll ich das erklären? Los geht's. Und zwar Sims ist so eine Sache, die reizt mich extrem doll, aber ich habe eben diese Geduld nicht dafür, solche Häuser zu bauen oder die ganze Zeit meine Leute zu steuern oder so. Aber trotzdem finde ich das Spiel extrem geil, so als Let's Play richtig, richtig geil. Deswegen gucke ich mir das ja auch an bei Jim Let's Play und Paluten. Aber selber ist so eine Sache, hat man dazu Lust, hat man keine Lust oder wo wurde ich denn jetzt teleportiert, aber ich brauche eigentlich bloß dran rollen und ich bin durch. Haha. Und ja, jedenfalls. Vielleicht könnt ihr mal schreiben, was ihr gerne sehen möchtet.
ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr Real Life zu machen. Komm, wir rollen jetzt einfach nur dran. Kaputt. Vielleicht fällt euch ja was ordentliches ein und dann würde ich sagen, war es das schon mit diesem Part? Wenn ich denke, ach Scheiben, ich wollte eigentlich gucken, ob er mit den Bomben ordentlich durchkommt, aber ist auch egal. Ja, stimmt ja, es gibt ja noch Hürdenlauf. Ich weiß nicht, was das ist, das können wir auch noch machen. Und wir haben das Mühlengebläse. Ja, und als nächstes kommen wir zum Seeungeheuer. Und wenn ihr es gerne sehen möchtet, dann guckt nächstes Mal vorbei. Wenn euch dann ganz Bock gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann, ciao, ciao.